Ja, herzlich willkommen bei meiner allerersten chaotischen Stunde. Tünch.mode existiert noch nicht, das heißt, in zwei Wochen ist diese mehr besser erreicht, weil ich ja schon reingeschrieben habe, also werfen kann. Was ich heute erzählen will, ist so ein bisschen, was ist Puls Audio, was sind so die Konzepte dahinter und dann so das Hauptthema von diesem Kurzvortrag, die APIs. Es gibt zwei verschiedene APIs. Das wird relativ C-Code-lastig. Und in der Demo gibt es so ein bisschen Demogramm. So, was ist denn Puls Audio? Puls Audio ist ein Soundserver, das heißt ein Programm, was im System dafür da ist, Audio-Streams von irgendwelchen Clients entgegenzunehmen, also von irgendwelchen Programmen, Videospielprogrammen, was weiß ich, und das dann auf den Lautsprecher, auf dem Kopfhörerausgang und so weiter darzustellen. Das Besondere bei Puls Audio ist, dass es keine Kernelmodule hat, im Gegensatz zum Beispiel zu ALSA oder OSS. Das heißt, man hat in der Regel die Verkettung von Client, Puls Audio, ALSA, Hardware. Oder wenn man dann noch Netzwerk dazwischen hat, was Puls Audio übrigens auch kann, was ich dazu noch sagen werde, dann gibt es Client, Puls Audio, Netzwerk, Puls Audio und dann ALSA und Hardware-Ausgabe. Man kann sehr viel mit Modulen machen. Dazu gehört auch dieses Netzwerkmodul, von dem ich auch gesprochen habe gerade. Und es kann auch Bluetooth Support. Das war das erste Soundsystem, was unter Linux und Bluetooth konnte. Das war bei ALSA mal nicht der Fall. Ich weiß nicht, ob das jetzt noch war. Ja. So, jetzt kommen wir schon, nein, nicht zu den APIs, sondern zu den Konzepten. Puls Audio wird gespawnt von jedem Prozess, der irgendwie Sound braucht. Das geht dann einfach über die Bibliothek, die wir später auch nutzen werden und wird damit auch in User-Rechten ausgeführt. Also ist halt, wie gesagt, ein Kern. Und alles, was irgendwie mit Remixing zu tun hat, wird intern gemacht. Man bekommt da nichts mit. Also man kann als Client irgendwie so ein Stereo machen und dann in der Context sagen, ja, auf diesem Home-Cinema-System möchte ich jetzt irgendwie 5.1 haben, dann remixt der das entsprechend, dass der Bass schön auf den Subwoofer geht und der andere Kram sinnvoll verteilt. APIs. Es gibt zwei verschiedene APIs in Puls Audio, die Simple API und die Asynchronous API. Die Simple API ist halt simple. Das hier ist so beispielsweise gut. Das ist übrigens schon fast die komplette Simple API, die es so gibt. Also man legt sich halt so ein Objekt an mit dieses Objekt S. Das ist einfach unser Client, also unsere Anwendung zum Server. Und da übergeben wir halt die Bitrate und wie viele Channel wir haben wollen und welche Codecs wir unterstützen und Kram. Und dann können wir da reinschreiben, wie in jeder Ausgabe, nur halt mit einem anderen Befehl, halt mit PA Simple Write. Da übergibt man halt dieses Objekt, DSS, und halt die Daten, die man so übergeben will. Und ja, man kann andere Sachen nutzen, wie zum Beispiel die Latenz holen. Es gibt nochmal so zwei, drei Befehle, aber im Allgemeinen ist das schon die komplette API. Die ist relativ schön dokumentiert. Also wenn man einfach nur ein Programm schreiben will, was Ton ausgeben soll, dann reicht das vollkommen aus. Die Asynchronous API ist ein bisschen schwieriger. Die basiert auf asynchroner Programmierung. Man hat also als Konzept, dass man eine Main-Loop hat, die so im Hintergrund läuft und Daten verarbeitet und Events startet. Die hat eine Liste von Function Pointern, die zu bestimmten Events aufgerufen werden. Und dann gibt es halt ein paar Begriffe, die wir später noch nutzen werden. Zum Beispiel gibt es Kontext. Kontexte sind Instanzen von unserem Puls Audio Objekt. In der Regel hat man einen Kontext pro Server, zu dem man sich verbindet. Dann gibt es Streams. Man kann als Applikation einen Stream aufmachen oder mehrere. In der Regel reicht einer, wenn man einfache Anwendungsgebiete hat. Aber wenn man beispielsweise Ton auf
auf dem normalen Lautsprecher und auf, im Netzwerk irgendwo freigeben will und das dann verschiedene Outputs sein sollen, dann braucht man zwei verschiedene Streams. Ja, und es viele Features, die in der Simple API nicht drin sind, die kann man in dieser API nutzen, zum Beispiel halt Devices managen, dem sagen, dass jetzt der Output auf dem Kopfhörerausgang gemutet werden soll und nur noch auf dem normalen Lautsprecher weitergegeben werden soll und so weiter. Als Beispielcode und so ein bisschen zur Einarbeitung gibt es so ein Ziel, was ich in diesem Vortrag hier verfolge. Wir wollen schauen, ob ein bestimmter Sync, also beispielsweise die Ausgabe auf unserem Lautsprecher vom Laptop, ob die ein bestimmtes Signal bekommt. Also nicht ein bestimmtes Signal, aber wann das Signal zu leise ist zum Audio-Überwachen. Was bräuchten wir? Wie ich vorhin schon gesagt habe, brauchen wir einen Server, und dafür, auf dem wir Daten ausgeben können. Dafür brauchen wir einen Kontext, den wir dann zu dem Server verbinden. Dann brauchen wir eine Liste von Devices, um zu wissen, wo wir überhaupt unsere Ausgabe starten wollen. Und einen Stream, auf dem wir dann hören, ob da ein Signal anliegt. Intern, wie wir das realisieren werden, ist über einen Callback, das heißt, wir übergeben der API, der Library einen Function Pointer, und diese ruft dann, sobald neue Daten in unserem Stream drin sind, unsere Funktion auf. Wie machen wir das? Wir brauchen, wie gesagt, einen Kontext mit einem Server. Dafür definieren wir uns eine paar Variablen, die wir nutzen werden, um uns mit dem Server zu verbinden. Hier sieht man die Main Loop, die ich vorhin angesprochen habe. Dann eine Referenz auf die API, die wird eigentlich nur intern verwendet. Und was ganz wichtig ist, ist diese Zeile hier. Die meisten Anfragen in der asynchronen API geben ein Operation-Objekt zurück. Da kann man dann nachschauen, ob die Operation, die man gestartet hat, auch schon fertig ist. Was halt dieses Konzept von der asynchronen Programmierung ausdrückt. Im Endeffekt werden wir eine Funktion schreiben, die von der API, die wir der Library übergeben. Die Library ruft diese Funktion ein paar Mal auf und sagt irgendwann unserem Hauptprogramm Bescheid, ja, jetzt sind die Daten da, jetzt kannst du sie dir abholen. Je nachdem, was du in der eigenen Funktion gemacht hast. Ich meine, das war alles. Ja. So, und das war genau das, was ich gerade erzählt habe. Wir sehen hier, dass wir ein Callback machen, der die Änderungen im Status unserer Serververbindung bearbeitet und irgendwann dann Bescheid sagt, ja, jetzt bist du fertig. Okay, jetzt möchten wir eine Device-Liste bekommen. Das heißt, wir sagen jetzt get source info. Source sind einfach die Eingänge auf diesem Rechner. Das können auch Monitoring-Eingänge sein. Das heißt, alle Ausgabegeräte, zum Beispiel die Lautsprecherausgabe, hat ein Monitoring-Input, also das, was wir da raussenden, können wir da in dem Monitoring-Input rausnehmen. Auf diesen Monitoring-Input können wir dann hören. Ja. So, mit dem Aufruf, den wir hier gerade gemacht haben, haben wir drei Sachen bekommen. Den Index eines jeden Outputs, über den wir dann den Sync, also die Ausgabe, ansteuern werden, den Namen und die Beschreibung davon. Und jetzt holen wir uns einen Stream und verbinden diesen Stream dann mit dem Sync, also mit diesem Device, auf dem wir dann hören. Dazu machen wir uns einen neuen Stream, den können wir sogar benennen, das sieht man dann einfach in den Tools, die Pulse Audio so bietet. Und eine Beschreibung von unserem Layout, das wir gerne ansteuern würden über unsere
Eingabe. Zum Beispiel, dass wir zwei Channel, also für Stereo zwei Channel haben oder dass wir Mono haben wollen bei 5.1 oder welche Bitrate wir haben wollen, welchen Codec wir unterstützen und so weiter. Dann, damit wir wissen, wann wir diesen Stream endlich haben, machen wir uns einen Callback, der so Statusinformationen bekommt. Dieser Callback muss dann irgendwann eine Variable setzen, dass wir genau wissen, okay, der Callback hat Bescheid gesagt, dass wir in unserem Code weiterlaufen können. Und dann können wir diesen Stream mit unserem Eingang verbinden, also diesen Sync-Monitoring-Input, von dem ich vorhin gesprochen habe. So, und dann können wir davon toll profitieren. Damit der Vollständigkeit halber hier das noch vorsteht, man muss sich dann vom Server trennen, wenn man das will. Wenn man das nicht macht, dann gibt es Memory Leaks. Die komplette Library ist reference counted, das heißt, man muss eigentlich halt nur diese Reference kleiner machen. Alternativ, wenn das Programm direkt beendet, dann ist es wurscht, weil die Sachen sowieso direkt gelöscht. So, und jetzt gibt es eine Demo. Dazu habe ich jetzt etwas groß gehabt. Größer. Tja, da können wir kurz reinschauen. Ha, schön. Nano hat auch so eine schöne Ausgabe. Okay, ein paar Header, die wir hier einbinden. Ein paar Strukturen, die wir später brauchen werden. Hier seht ihr schon den ersten Callback. Dieser Callback ist derjenige, der den Verbindungsaufbau monitort. Hier seht ihr dann so ein bisschen Output, den wir später, wenn wir das Programm ausführen, auch sehen werden. Im Endeffekt soll das Ding bloß diese Variable hier setzen, PRReady, die wir später in unserem Main nutzen werden. Ja, wenn es einen Fehler gibt, dann setzen wir halt einen Wert. Hier ist der Callback, also die Funktion, die aufgerufen wird, wenn neue Daten anstehen, für die Verarbeitung der Device-Liste, die wir bekommen. Die bekommt hier. Ihr bekommt hier halt die Informationen über die einzelnen Sources, die da sind. Und was wir auch machen können, ist User Data. Also wir haben eine Variable, in die wir schreiben können, die dann auch über jeden Aufruf überdauert. So, dann gibt es hier noch einen dritten Callback, der eigentlich der interessante ist. Hier bekommen wir die Daten, die in dem Sync drin sind. Genauer bekommen wir hier den Size von den Daten, die wir von der Library bekommen und die Daten selbst. Und die können wir dann hier schön verarbeiten. Und ja. So, hier seht ihr ein paar Sachen, die ich schon vorhin drin gemacht habe. Zum einen verbinden wir uns hier mit dem Server, dann schauen wir, dass wir die Informationen über die Statusänderung unserer Serververbindung bekommen und können dann können wir die Devices anfordern. Wenn wir die Devices haben, können wir einen Eingang einen Stream erstellen. Hier erstellen wir den Stream, das ist der Code aus der Präsentation. Und verbinden diesen Stream dann mit dem Device, das wir dann haben. Und ja, das war's dann. Und dann können wir das ausführen. Ach, das ist ja kein WIP. X. Nein, ich möchte nicht speichern. Da haben wir das Pull Step List, was ich da angelegt habe. Das können wir dann kompilieren. Man muss halt diese Lib angeben, Lib Pulls. Das ist ein Warning, was jetzt nichts mit der Präsentation an sich zu tun hat. Das muss ich nachher noch fixen. Das Wichtige ist, dass wir das jetzt ausführen können. Das Programm tut Folgendes: Es lauscht auf die Ausgabe auf diesem Laptop.
Und wenn diese Ausgabe 3 Sekunden lang über einem, unter einem bestimmten Schwellenwert war, dann sagt es, hey, hier Alarm. Und wenn die Ausgabe wieder über einem bestimmten Schwellenwert ist, dann sagt es, ja, jetzt ist alles wieder okay. Dazu sehen wir hier Authorizing, das ist der Output von unserem Callback, der die Änderung unserer Serververbindung monitort. Nochmal so ein bisschen Debugging-Output und dann bekommen wir die Devices, die gefunden wurden. Das sind hier jetzt 2 Stück. Hier sieht man, dass das der Monitor der Ausgabe ist und hier ist das, das interne Mikrofon, das ist, was wir verwenden. So, wir können jetzt Ton laufen lassen. Da habe ich jetzt nichts vorbereitet. Kann man das irgendwie YouTube wird es doch geben. Hat hier ein tolles Video, was man auch machen kann. Gib einfach mal Katzen ein. Das war der Vorschlag. Katzen. 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 Was auch so. Oh, Katzenvideos sind voll langweilig. Und voll 2011. Ohne Raum werden sie. So. Tut der Ton dann auch? Ja, mach mal einfach so. Mach ein Reload einfach mal die Seite. Das ist YouTube. Ja, das ist ein Slash in YouTube. Ich mach's mal lauter. Man hört so schlecht. Wie geht es hier? Ja. Ganz Leute? Ja. Okay. Auf jeden Fall, hier seht ihr, dass plötzlich Resuming ansteht. Also man hat gemerkt, dass in dem Stream, den wir haben, jetzt Daten angefallen sind. Wenn wir das jetzt ausmachen, dann kommt nach 3 Sekunden halt die Meldung, ja, es sind 3 Sekunden lang keine neuen Daten in unserem Stream angefallen und deswegen Alarm. So, ich glaube, das war eine sehr kurze Demo. Fragen? Hattest du eine coole Idee im Kopf, was man damit tun könnte? Genau das, was ich vorgestellt habe, das war so, das habe ich irgendwie aus dem Git rausgeholt, eine alte Version. Wir haben uns mit RS unterhalten. RS ist in Radioaktiv, in dem studentischen Radio. Und die haben anscheinend immer noch kein Monitoring darüber, ob sie gerade ein Signal haben auf ihrem Streaming-Server oder nicht. Und dann dachte ich mir, hey, das wird doch sicher mit Pulse-Audio gehen. Okay. Da gibt es doch was, was eingebaut ist. Nein, gab es nicht. Weil diese Funktion, die man dafür braucht, direkt in dieser komplizierten API drin war. Okay. Dann dachte ich mir, hey, ich will ja auch den Coach für eine Stunde machen und dann cool, reicht es einfach. Next. Und nur dazu, dass wir kein Monitoring haben, es läuft so stabil, dass es sich nicht, bis jetzt nicht gelohnt hat, die Arbeit zu machen. Das sagen sie alle. Ja? Wie gut ist der Kabel dokumentiert? Okay, ja, das war der Punkt, wieso ich diese Coach-Stunde gemacht habe. Die Simple API ist sehr gut dokumentiert, sie hat ja auch wenig Funktionen. Es gibt Beispielcode direkt im Doxygen, was so die allgemeine Dokumentation der API ist. Es gibt eine sinnvolle Beschreibung der Funktionalität von der asynchronen API, aber Beispielcode gibt es nicht im Doxygen, was die da anbieten. Nach etwas Suchen im Netz bin ich dann irgendwann darauf auf so ein Code-Stück gestoßen. Das eigentliche Problem in der Doku ist halt, dass sie nicht die Anwendung zeigen, sondern man muss sich über einige Klicks durchklicken zu der Funktion, die man haben will, insbesondere auch die Callbacks, was die Argumente davon sind, wie man diese Argumente zu nutzen hat. Aber das ist alles dokumentiert, ne? Das ist eigentlich dokumentiert, aber okay. Das ist halt so ein Doxygen, wo du dann dich durch Strukturen durchkramen musst in den Quellcode. Ja, aber prinzipiell ja, es ist okay. Ein bisschen dokumentiert.